Hallo an alle Helden da draußen. Mein Name ist Sandra und ich bin Sebastian. Schönen guten Tag. Siehst du, so machen die das immer. So machen die das auf YouTube immer. Toni? Was denn? Warum ist da dieser Crepe auf dem Boden? Und warum hast du eine Mütze auf? Das kann man wieder flicken hier. Hallo an alle Helden da draußen. Mein Name ist Toni. Und ich bin Daniel. Und heute kommt diese Tür da rein. In die Wand. Genau. Im Grunde eigentlich nur, damit wir nicht mal drum rumlaufen müssen, sondern einfach einen direkteren Weg haben. Und wie das Ganze jetzt funktioniert und läuft, zeigen wir euch jetzt. Bevor wir aber anfangen, da ein Loch in die Wand zu machen, vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Raum. Einige werden ihn vielleicht erkannt haben. Manche nicht, denn hier hat sich schon einiges getan. Die Decken sind abgewaschen, wir haben noch gestrichen, Kabelkanäle sind neu reingekommen, Kabel hängen von den Decken für die Lampen und Beleuchtung. Hier hat sich einiges schon getan. Man hört es vielleicht auch noch, dass hier noch was passieren muss. Aber was am schönsten ist, diese Wand, die hier stand, an die sich vielleicht der ein oder andere noch erinnern wird, die haben wir weggerissen in unserem allerersten Video. Das seht ihr hier oben, das könnt ihr euch nochmal anschauen. Und jetzt geht es wieder einen Schritt weiter, nämlich mit dieser Tür dahin. Daniel, diese Tür muss da rein. Wie kriegen wir das jetzt hin? Wir messen dafür einmal die Breite und die Höhe der Tür aus. Da müssen wir halt darauf achten, dass hier alles mit einbezogen ist, wie hier hinter dieser Kasten bei den Bändern oder auch hier der Schließkasten. Also das heißt, wir messen die Innenmaße, nicht die Maße der Außenkanten. Genau. Und bei der Höhe müssen wir halt auch darauf achten, dass wir alles mit einbeziehen und dass du nichts dabei vergisst. Wenn jetzt zum Beispiel der Boden nochmal angehoben wird oder nochmal was aufgetragen wird, müssen wir das mit einbeziehen und einfach die Tür ein bisschen höher machen, weil sonst könnte sie nachher scheitern. Ja, und das übertragen wir uns dann auf die Wand und dann wird es einfach nur noch reingeschnitten. Okay, und aber haben wir eigentlich schon gesagt, was das für eine Tür genau ist? Das ist ja keine 0815-Tür. Das ist eine Schallschutztür. Eine Schallschutz. Sicherheits-, Brandschutz-, alles macht Tür. Genau. Um das hier nochmal zu zeigen, hier ist so ein kleiner Kasten hinter, den müssen wir mit einberechnen, weil sonst stößt der nachher hier gegen den Kasten gegen. Das wäre natürlich ärgerlich. Und auf der anderen Seite, genau da, ja, da ist es. Da haben wir das genau das gleiche im Endeffekt. Die müssen halt mit einbezogen werden in die Breite, damit man da nachher nicht gegenstößt. Nachdem wir das Ganze jetzt angezeichnet haben, sägen wir das jetzt einfach mit so einer Schwert- oder auch Säbelsäge genannt hinein. Wie sieht es denn soweit aus? Was haben wir dahinter? Also dahinter haben wir erstmal ein bisschen Dämmung und ein Ständerwerk, was jetzt alles nicht so tragisch ist. Aber wir haben dahinter halt auch nochmal eine neue Lage, die eventuell aufgedoppelt ist, die wir auch wegnehmen müssen. Und dann gucken wir mal, was dahinter ist. Also wir arbeiten uns jetzt Stück für Stück quasi durch. So, und wie ihr seht, 1, 2, 3 Lagen, alle doppelt beplankt. Da steckt noch ein bisschen Arbeit drin. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass das Ständerwerk ein bisschen... Das erste Problem ist, genau. Dass es hier drin staubt. Das zweite Problem ist, dass das Ständerwerk hier
ziemlich nahe dran steht und dass wir nachher eventuell Probleme bekommen könnten, da irgendwas reinzuschrauben. Aber das wird sich dann zeigen. Was willst du denn da reinschrauben? Was ist der Plan? Ein Balken zur Stabilisierung der Tür. Weil wenn wir jetzt eigentlich nur das Loch da reinschneiden und nachher die Zange da reinstellen, dann ist das alles in sich wabbelig. So schrauben wir dann nachher was zwischen, damit das Ganze stabilisiert ist und wir die Zange auch da dran schrauben können. Das ist zumindest der Plan. Gut, dann machen wir damit mal weiter. Daniel, was machst du jetzt? Ich baue mir was. Und zwar, um das Maß von der Kante auf die Fläche zu übertragen, weil wir jetzt mit der Säbelsäge nicht mehr da durchkommen, bauen wir uns was zum Übertragen der Linie. Wie viel haben wir denn da jetzt, was wir überbrücken müssen? Ja, fast 23 cm. Ja, okay. Und dann haben wir hier nochmal doppelt beplankt. Okay. Das reicht nicht mehr für die Säbelsäge. Nee, weil das Blatt ist 22,5. So. Was hast du da eigentlich an der Hand? Aua. Und das ist deine Art von Baustellenverband? Darunter ist allerdings ein Pflaster, wollte ich jetzt nochmal festhalten. Das ist hygienisch. Das ist nicht nur Tesakrepp. Werbung wegen Markennennung. Es ist nicht nur Tesakrepp. Krepp-Klebeband? Wie heißt das denn dann? Malerkrepp? Es ist nicht nur Malerkrepp. Darunter sind zwei Pflaster. So, und was hast du dir jetzt gebaut? Das sieht aber abenteuerlich aus. Ja, dann kann ich jetzt hiermit. Zumindest der Theorie halber. Der Tischler-Trick 17. Naja. Aha. Reicht noch nicht ganz. Zeig nochmal. Halt mal hoch. Das ist ein... Sehr do-it-yourself-lastig. Ja, okay. Ganz begeistert bin ich davon nicht, aber was willst du machen? Wo muss ich dir helfen wissen? Kann man wieder flicken hier. Oh, das ist nur, das ist hier nur, da ist gar nichts dran. Ja, kein Problem. Jetzt können wir schön sauber machen. Mit Spucke geht das wieder. Uiuiui, ui, das ist aber schon schwer hier. Und da ist es draufgefallen. Hat keinen Schaden gemacht. Nichts. Also wirklich überhaupt nichts. Hier kein Schaden, nichts. Hat Easy Floor ganz einfach weggesteckt. Ja. Das ist wirklich erstaunlich, oder? Nichts. Na, wieder am Pause machen, Toni. Gesetzlich zugesichert. Außerdem heiße ich jetzt Teilzeit-Toni. Gleichfalls. Immer dasselbe mit den Hilfsarbeitern. Immer dasselbe. Während Toni hinter uns den Steiger wieder auf Position bringt, um ihn da vorzustellen, damit wir nicht runterfallen können, habe ich jetzt nochmal schon mal die Distanzstücke geschnitten, die wir jetzt zwischen die einzelnen Wandelemente packen, damit wir das Ganze wieder versteifen, weil wir jetzt was ausgeschnitten haben und dadurch natürlich
ein wenig Stabilität in der Wand fehlt. Hier ist abgesperrt. Ich habe jetzt Streifen geschnitten, ne? Hier so, aus unseren Resten. Und die verbauen wir genau hier. So, und dann schrauben wir das nachher zusammen und dadurch kriegt die Wand auch wieder Stabilität. Das passt ja wie ausgemessen. Ja, habe ich auch ausgemessen. Gott sei Dank. Hast du aber auf beiden Seiten. Okay, das heißt, wir sparen uns einen Balken. Yes. Das war der ursprüngliche Plan. Da brauchen wir es nicht, genau. Weil da steht hast du ja genügend Stabilität, während du ja hier, wie du hier siehst, ziemlich einen Wackelkram hast. Und hier oben machen wir auch zwei zwischen einfach für ein bisschen mehr Stabilität, weil die Tür ja auch ein bisschen schwingt oder Schutz fällt. Wie rum schließt die jetzt? Das wäre ja auch nochmal wichtig zu wissen. Die Tür geht so rum auf in den Raum. Genau, und das heißt, die schließt dann auf der Seite. Linken Seite. Deswegen muss es da richtig stabil sein, damit keine Schwingungen sich übertragen. Genau, und das machen wir jetzt. Was ich sehr interessant finde, das fand ich persönlich ziemlich spannend. Und zwar, ich bin davon ausgegangen, dass Bitsy jetzt hier einmal komplett Balken reinsetzt, um das Ganze zu stabilisieren, oder dass wir nochmal U-Profile oder irgend so ein Kram reinsetzen. Ich habe es nicht geglaubt, aber aus solchen Holzverschnittstückchen kann man sich eine sehr schöne Versteifung bauen. Das heißt, man muss keinen kompletten neuen Balken nehmen, was ist sehr schön gemacht. Sondern man kann dann die Schnippelstücke nehmen, anpassen und dann einsetzen, leicht im Versatz. Und was man sieht, im Unterschied zu vorhin, hier schwingt die Wand nicht mehr nach. Und das fand ich schon ziemlich cool. Auf der anderen Seite haben wir das auch noch gemacht. Ja. Und jetzt können wir den Rahmen einsetzen. Was der Daniel nämlich noch gemacht hat, er ist ein richtiger Fuchs. Der Daniel hat sich den Türrahmen innen ausgemessen, zwei Bretter zugeschnitten auf die Innenbreite. Und die legen wir jetzt unten in der Mitte hin und dann können wir sicher gehen, dass das passt. Dass es passt, dass der Türrahmen gerade steht. Sehr gut. Zarge ist eingebaut und verschraubt. Von hier aus sieht das auch recht schick aus alles. Das ist hier außen natürlich. Zum einen dadurch, dass das Loch ein bisschen größer geschnitten ist als vielleicht auch geplant, aber da kommt außen einfach ein Rahmen rum. Denn wir haben sowieso eine Lücke dazwischen von einem Zentimeter ungefähr, weil die Tür einfach dünner ist als das Türblatt, als die Zarge. Und die werden wir dann auch noch bauen. Jetzt kommt erstmal der schwierige Teil. Toni freut sich schon, wir müssen die Tür tragen, die echt schwer ist. Da die Tür beim Schließen sehr doll geschwungen hat, also die Wände gesagt, haben wir hier jetzt nochmal extra in die Ständerwerke Schrauben eingesetzt und damit das Ständerwerk zusammengeschraubt, damit die Schwingung jetzt nicht mehr so, also damit die Wand nicht mehr so doll schwingt und die Tür auch vernünftig zugeht. Jetzt müssen wir die Tür noch einstellen. Dann, wenn man hier so guckt, hört man das auch hier unten? Kratzt die schon und oben ist noch Luft. Das liegt daran, dass die Tür einfach noch nicht richtig eingestellt ist. Die müssen wir jetzt nochmal einstellen.
erzähl nochmal, was war jetzt die Herausforderung an der Tür? Die größte Herausforderung ist eigentlich das Gewicht dieser Tür. Dadurch, dass sie sehr, sehr dick ist, kannst du ja hier sehen, ne? So, ist sie natürlich sehr, sehr schwer. Und hier unten haben wir dann nochmal die zwei Schall-Ecks. So habe ich die zumindest kennengelernt. Und wenn du die nachher in den Rahmen schließt, drücken die sich hier runter. Und dadurch hast du halt zum einen geringeren Wärmeverlust in dem Raum, auch wenn er jetzt nicht so groß ist, aber auch halt, dass der Schall nicht so durchkommt. Und du hast keinen Zug. Wenn du jetzt irgendwo eine Tür offen hast oder sowas, dann hält das halt nochmal den Wind ab. Das ist das Besondere an dieser Tür. Und dass sie scheiße schwer ist. Ah, hier ist ja jetzt die Tür. Die Tür ist drin. Das war Daniels und mein erstes eigenes Projekt. Wir haben uns sehr gefreut, oder Daniel? Jo. Genau, war schön. Wir hoffen natürlich, euch hat es auch gefreut, euch hat es Spaß gemacht beim Zuschauen und ansonsten werdet Held eurer eigenen Werkstatt. Bis dann, macht's gut.